Herzlich willkommen zu meinem Kurs Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und wir werden dort fortsetzen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. So, wir hatten beim letzten Mal aus unserem kleinen Projekt, wir programmieren eine umfangreichere Funktion an Knöpfen und an Bildschirmfunktionen. Da hatten wir zuerst unseren Hotspot angelegt, eine neue Klasse, die wir aus der Klasse Knopf herausgeholt haben. Und heute wollen wir eigentlich ja den B-Knopf programmieren, also einen Knopf mit einem Bild. Aber um jetzt weitere Funktionen zu ermöglichen, möchte ich erst nochmal die Klasse Knopf verändern, so dass unser Hauptprogramm etwas schlanker aussieht. Auch daran sollte man gelegentlich denken, dass wenn man die Klasse weitergibt oder bestimmt eine Bibliothek weitergibt, dass dann der Benutzer dieser Bibliothek möglichst wenig damit zu tun hat, was innerhalb der Klassen passiert. Und das heißt, wir werden versuchen, jetzt ein paar Funktionen aus dem Hauptprogramm in Knopf hinein zu verlagern. So, und das sehen wir uns jetzt hier an. So, ich klicke erstmal mein Hauptprogramm weg und gehe in die Klassenbibliothek hinein. Und wir brauchen unsere Klasse Knopf. So, und hier definiere ich dem jetzt erst nochmal eine weitere boolsche Variable. Ein self.over or clicked. Und die setze ich auf false. So, diese Variable ist dazu da, um zu speichern, gibt es die Taste anklickbar. Also kann nur nach einem Mouse-Over gefragt werden oder kann die Taste direkt auch bedient werden. Gut, das ist das allererste, was wir machen. Und dann muss ich hier weiter unten noch meine Setter und Getter für dieses Over and Clicked or Clicked setzen. Und das ist einmal Get Clickable. Weiß nicht, ob es das Wort im Englischen wirklich gibt, aber es ist so schön. Also mal gucken, vielleicht beschwert sich ja jemand, dass ich hier die englische Sprache verhunze. Und da wird einfach nur der Wert von diesem Clickable zurückgegeben. So, und da kann man dann abfragen, ja, die Taste ist drückbar. Und dann möchte ich das Ganze natürlich auch noch setzen können. Also mache ich mir einen Setter und da übergebe ich eine Variable, die nur für die Definition gilt. So, das ist dann over or clicked und die wird einfach mit der gleichgesetzt. So, das kennen wir schon. Wie gesagt, das bräuchte ich nicht, das hatte ich ja mehrmals schon wiederholt. Wenn wir in Python programmieren, ist das relativ überflüssig, aber nicht, wenn wir in Java programmieren. So, jetzt möchte ich mir eine weitere Sache vereinfachen. Ich möchte nämlich diese ganze Mausabfrage im Hauptprogramm, die möchte ich weghaben. Das heißt, ich schreibe mir ein Mouse-Event und da wird einfach ein Event übergeben. Das Event, das wisst ihr aus dem Hauptprogramm, das lesen wir hier ein. Hier nämlich. Und hier diese ganze Sache, die möchte ich weghaben. So, die möchte ich sagen, das soll kürzer werden. Und ich möchte ja einfach eine Funktion haben, die das Event übergibt und dann soll alles weitere in der Klasse passieren.
So. Auch das ist wieder, ihr seht das, eine Möglichkeit, aus einem Hauptprogramm dann eine schlankere Übersicht zu erschaffen. So, das mache ich folgendermaßen. Das Event wird übergeben und ich frage ab, ob die Maus, oder frage erstmal ab, wo die Maus steht. Und das mache ich mit diesem bekannten Befehl pygame.maus.get-pos. So, und jetzt muss ich ja im Prinzip alles abfragen, was ich auch im Hauptprogramm abfrage. So, hier. Und das heißt, ich probiere jetzt einfach mal aus, dass ich mir das Ganze nach rüberhole in meine Bibliothek. Das heißt, ich mache hier, ich markiere das einmal alles. Ich drücke erstmal String C, weil ich es noch nicht löschen möchte hier. Und setze mir das Ganze rein. So, if-elif, das geht nicht, das darf ich nicht machen. So, aber ich möchte jetzt zuallererst abfragen, ist denn überhaupt, also ja, liegt der Cursor überhaupt in meinem Bereich drin, in meinem Knopfbereich? Also frage ich ab, if pos over. Das heißt, ich benutze hier eine oben im Hotspot definierte Funktion. Die muss ich natürlich mit self. Ansteuern, weil es eben eine Funktion innerhalb der Klasse ist. Und hier übergebe ich den x-Wert und den y-Wert von dem Mauszeiger. Und wenn der Wert, der Rückwert ein wahr ist, also ein true, und diese Funktion liefert uns ja einen Wahrheitswert zurück, dann soll die folgende Schleife durchlaufen werden. Ich rücke das Ganze ein. Ich muss eine zweite If-Schleife, If-Abfrage einbauen, nämlich ist der Knopf überhaupt drückbar? Und das kann ich wieder ganz einfach machen. Auch hier habe ich ja einfach nur eine boolesche Variable. Ich muss also auch wieder nicht vergleichen. Wenn self.over or clicked wahr ist, dann soll weitergegangen werden. So. Jetzt muss ich abfragen, ist der Event-Type, Moment, if event.type gleich pygame.mouseButtonDown. Und hier möchte ich nichts anderes machen, als das Ganze dann den Hold auf wahr zu setzen. True. Und ansonsten frage ich ab, ob der ganze Event-Type MouseBottomUp ist. Also ob die Maustaste losgelassen wird. Das kopiere ich mal hier rein. Und dann soll Hold auf False gesetzt werden. So, das ist das Erste. So, jetzt kann ich innerhalb von einer Schleife und einer Funktion kann ich sagen, ich gebe das Ganze schon mal zurück, weil der Rest des Programmes, den ich hier noch schreiben werde, geht uns nichts mehr an. Das heißt, ich kann in einer Funktion mehrmals das Wort Return drin stehen haben. Das bewirkt nichts anderes, als dass die Funktion abgebrochen wird, und zwar, wenn sie zu dem Ergebnis gekommen ist, zu dem die Funktion kommen soll. Das kann natürlich sein, dass in einer If-Abfrage dann noch andere Bedingungen abgefragt werden, aber darum muss sich das Programm nicht mehr kümmern, es springt einfach zurück. Und dazu kann ich das Return benutzen. So, jetzt habe ich für das If, wenn das anklickbar ist, habe ich meine Abfragen gemacht. Jetzt muss ich ein Else machen. Was ist, wenn es nicht anklickbar ist? Und ihr denkt bitte wieder daran, ich brauche keine Fallunterscheidung, sondern nur ein Entweder-Oder, also ein If oder ein Else, weil ich hier eine boolesche Variable habe, die ist an oder aus. Mehr gibt es nicht. So. Das heißt, wenn er in die Else-Verzweigung springt,
weiß ich sofort, okay, over or clicked ist auf false gesetzt. So. Und jetzt frage ich einfach nur ab, if event type, und hier frage ich ab, ob die Maus bewegt worden ist, also Maus Motion. Und self.hold ist gleich true. Hier setze ich also das auf das Hold auf wahr. Der ganze Hintergrund dabei ist, dass das Hold hier auf wahr gesetzt wird, als ob die Maustaste gedrückt worden ist, weil ich mit dem Hold eigentlich dann ansteuere, ob die Taste gewechselt wird. Das werden wir uns gleich ansehen. Das hat einen ganz wichtigen Effekt. So, und jetzt wird die Maustaste eben nur auf die Bewegung hin gewechselt, ne, wenn ich over or clicked habe. Und das bewirkt dieses over or clicked. Wenn das wahr ist, dann wechselt die Maustaste nur, wechselt die Taste nur ihre Farbe, wenn ich mit der Maus draufklicke. Wenn das over or clicked aus ist, dann wechselt die Maus die Taste ihre Farbe, wenn ich mit der Maus da drüber fahre. So. Jetzt setze ich hier ein Return rein. Nein, muss ich gar nicht. Entschuldigung. So, genau. So, und hier seht ihr, ich habe mehrere if-Abfragen. Ich muss arg schauen, in welcher Zeile ich bin. So, und ich brauche jetzt hier für dieses if brauche ich noch ein else. Nämlich, wenn die Maus sich nicht mehr über der Taste befindet. Else. Und dann setze ich das Hold auf falsch. Und eigentlich muss ich auch noch das Over auf false setzen. So. Es gibt kein, ja, also so, ich kann jetzt hier Return klicken. Jetzt wird das Return in der Else-Abfrage abgefragt, aber ich kann auch einfach jetzt das Ganze für die gesamte Definition machen, was sinnvoll ist. Dann muss ich nicht dreimal oder viermal Return hintereinander tippen. Gut, so, das war jetzt sozusagen unser Maus-Event. Und dieses Maus-Event, das ersetze ich, oder da, damit ersetze ich jetzt das Maus-Klick. So. Weil ich ja dann abfragen kann, mit diesem Befehl Knopfdruck, ist self-hold auf true oder auf false. Ich brauche also diesen Maus-Klick nicht mehr. So, das war das Erste, was ich gemacht habe. So, jetzt kommt das Nächste, dass ich sage, nein, also es gefällt mir nicht, dass ich hier Knopf an und Knopf aus habe. Ich möchte das Ganze noch ein bisschen kürzer haben. Späteren Klassen geschuldet. Und hier schreibe ich einfach nur if self.hold einen Doppelpunkt und wenn ja, dann Knopf an und wenn nein, dann Knopf aus. So, und das Ganze bekommt noch einen Return und damit habe ich meinen Teil in der Bibliothek geschrieben. So, jetzt können wir uns in unser Hauptprogramm begeben und da hatte ich ja das Ganze hier ersetzen wollen. Wir schauen uns jetzt an, was wir im Hauptprogramm anders machen müssen. So,
Ich kann das Ganze wegnehmen. Und jetzt muss ich hier aber, weil ich jetzt nicht mehr von außen das ansteuere, muss ich jede einzelne Taste ansteuern und abfragen, ob sie das Maus-Event verarbeiten kann. So. Ich schreibe mir also ein Range von 0 bis k Anzahl, beziehungsweise ich könnte hier auch ein Length und dann hier unseren Knopf, die Länge von Knopf mir erfragen. Aber ich mache das jetzt mal hier so. Dann Knopf i und dann Maus Event und ich übergebe einfach das Event, was der hier mir eingelesen hat. So, und jetzt müsste jede Taste für sich selber müsste das Ganze dann verarbeiten. So, ich lasse das Ganze laufen. Und es passiert, wie ihr seht, gar nichts. Das ist nicht gut. Dann müssen wir uns auf Fehlersuche begeben. So, das erste ist natürlich, dass ich vermutlich hier oben bestimmte Sachen nicht richtig einprogrammiert habe. So, ich gucke jetzt nochmal. Ich muss hier ein paar Sachen wahrscheinlich ändern. Also das stimmt hier alles. Ist auf jeden Fall gut. So, mein Import stimmt auch. Das ist alles wunderbar. Ah, und eine Sache habe ich nämlich wirklich vergessen. Ich muss nämlich bei dem Knopf das Set auf False setzen, obwohl das kann es nicht gewesen sein. Dann muss ich gucken. Ja. Ah, ja, seht ihr, das ist nämlich das Problem. So, also den Maus-Event hat er verarbeitet, aber was er nicht nachgefragt hat, oder beziehungsweise was wir jetzt ausgelagert haben, ist das Zeichnen der Knöpfe. Das heißt, ich muss mir hier noch einmal eine Programmzeile schreiben, beziehungsweise eine Schleife, die mir das Ganze verarbeitet. So. Und hier muss ich nicht Maus-Event als Wert aufrufen, sondern ich muss mir Knopf-Draw aufrufen, was ich mir ja eben auch programmiert habe. Knopf-Draw. Und jetzt zeichnet der mir die Taste in der Abfrage, ist denn gedrückt oder ist nicht gedrückt, ist das clickable oder ist das nicht clickable, so, also andrückbar. So. Und je nachdem zeichnet der mir den Knopf als an oder als aus. Und das muss ich eben abfragen. So, und jetzt wollen wir hoffen, dass das jetzt besser funktioniert. Sonst blamiere ich mich mal wieder. Ah, so. Und es flimmert. Das sollte noch nicht so sein. Ja, und ihr seht, da ist noch irgendwas, liegt da noch im Argen, was so nicht funktionieren sollte. Auch hier, wenn ich jetzt das anklicke, dann funktioniert das gut. Es bleibt bei einer, so, aber nicht, wenn ich die Maus bewege. Also da muss ich nochmal gucken, was ich dort anders machen muss. So. Aber das wird jetzt ein Problem sein, was nicht hier im Hauptprogramm ist, sondern das wird wieder in unserer Klassenbibliothek eine Sache sein, über die ich nachdenken muss. Und dazu gehe ich wieder in unsere Klassenbibliothek. So. Woran könnte das liegen? Das muss
in irgendeiner Weise mit unserer Verarbeitung des Maus-Event zu tun haben. Und das schaue ich mir jetzt noch mal genauer an, weil das eben tatsächlich, aber ich glaube, ich habe hier alles so gemacht, wie ich mir das vorher vorgestellt habe. If eben type gleich Mouse Motion. Self hold up, self hold true. Ja. Also es sieht alles sehr gut aus. Jetzt gucke ich hier oben nochmal, ob ich hier oben was, aber das kann ja nicht sein, weil das ist ja relativ simpel gewesen. Ah, so. Und ihr seht, ich habe beim Hotspot, habe ich beim letzten Mal schon, habe ich etwas vergessen wegzunehmen. Und zwar hier in der Position Over darf ich nicht abfragen, ob Self-Hold gedrückt ist. Das darf ich sowieso eigentlich gar nicht abfragen. Denn wenn ich jetzt einen Hotspot mir anlegen würde, dann würde der mir einen Fehler ausgeben. Ich habe nämlich im Hotspot gar kein Hold drin, als im Variablenfeld. Ich muss das rausnehmen. So. Und dann klickt oder wird die Funktion immer umgedreht, wenn er Hold ist, also wenn das auf wahr gesetzt wird, und dadurch fängt dieses Flimmern an, weil er sozusagen bei jeder Abfrage das wieder umdreht, dieses Hold, egal oder wo sich auch der Cursor innerhalb der Taste befindet. Ich muss das rausnehmen. So, und jetzt müsste es funktionieren. So, ich hole mir mein Hauptprogramm wieder. Na, hier. So, und hier muss ich zum Beispiel gar nicht abspeichern, wenn ich gerade eben nur in der Klassenbibliothek etwas gemacht habe. Das macht er von automatisch, oder macht er automatisch, dass er jetzt die neue Funktion übernimmt. Ich drücke auf Run. So. Und ihr seht, jetzt kann ich drüber fahren. Er flimmert nicht mehr. Aber im Moment nimmt er mir auch nicht an, dass ich das anklicken kann, weil ich alles auf, also weil ich dieses Over or Clicked, habe ich alles auf False gesetzt. Das heißt, er reagiert mir jetzt auf das, wenn ich mit der Maus über die Taste fahre, reagiert er mir automatisch. Das heißt, ich muss jetzt, wenn ich sage, die meisten Tasten sollen per drüberfahren anspringen, muss ich mir die Tasten, die ich nicht mit per drüberfahren anklicken möchte, die muss ich mir jetzt nochmal anders setzen. So, und das machen wir jetzt hier auch nochmal. Das muss ich allerdings in der ganzen Definition machen. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich das in meinem Vorprogramm gesetzt habe. Ja. Genau, hier hinten, ne, bei unserem Knopf 15. So, und da schreibe ich jetzt einfach nochmal hinein. Knopf 15.set clickable. Und das Ganze setze ich auf true, damit ich das anklicken kann. Ich speichere das ab und probiere das noch einmal aus. So, gut, alle Tasten sind per drüberfahren ansteuerbar, die nicht mehr. So, ihr seht, ich kann da drüberfahren, es passiert gar nichts, aber wenn ich jetzt draufklicke, dann funktioniert die Taste, das heißt, die funktioniert wieder ganz klassisch, wie wir die Taste zuerst uns programmiert haben. Ich lasse sie los, wunderbar. So. Und damit haben wir jetzt unsere Klasse Taste vorbereitet. Wir haben uns angesehen, wie man aus dem Hauptprogramm Code in die Klassenbibliothek übernehmen kann, wie man die in eine Klasse hineinsetzt. Wir haben ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, mussten Fehler suchen, aber das wird euch noch häufig genug passieren, dass ihr gucken müsst, wie funktioniert das überhaupt. So.
Falls ihr euch wundert, dass ich euch das so vorführe, wenn ich programmiere und ich habe einen Fehler und ich bin da am Suchen, spreche ich immer mit mir. Das findet meine Umgebung ganz lustig, aber für mich ist das hilfreich, laut dabei zu reden. Und dann funktioniert das eben auch beim Videodrehen ganz gut. So, für euch ist es hoffentlich interessant, einfach um mitzukriegen, wie gehen andere Menschen damit um. Ihr müsst es ja nicht so machen. Aber wie gesagt, also es gibt Menschen, für die ist das einfach hilfreich. Ich bin nicht der Einzige übrigens. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt mir bitte einmal den Daumen hoch. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn wir uns dann eben tatsächlich ein Bildchen in den Knopf reinsetzen. Bis dann.